Liebe Zuschauer, wie immer dienstags ist es Zeit für eine neue Ausgabe von HSBC Daily Trading TV. Mein Name ist Jörg Scherer und ich heiße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung willkommen. Beginnen wollen wir ganz klassisch heute mit dem Leitbarometer schlechthin, mit den charttechnischen Perspektiven des S&P 500. Und die amerikanischen Standardwerte bewegen sich seit gut 2 Jahren seitwärts in einer relativ moderaten Handelsspanne. 1800 Punkte auf der Unterseite, da ist die wesentliche Unterstützung. Und gedeckelt sind die amerikanischen Blue Chips bei gut 2100 Punkten und in dieser Trading Range verharren wir jetzt doch schon seit einigen Jahren, hätte ich fast gesagt. Und aus charttechnischer Sicht gibt es derzeit durchaus widersprüchliche Signale. Zunächst beginnen wir mit dem Belastungsfaktor. Das ist die gute alte Dow-Theorie. Wir haben negative Divergenzen zwischen den Transporttiteln auf der einen Seite und den amerikanischen Standardwerten auf der anderen Seite. Und eine der ganz alten Trading-Weisheiten besagt, der Dow oder der S&P 500 geht dorthin, wo die Transportaktien hingehen. Und das war ja auch eine der Kernforderungen von Charles Dow in der nach ihm benannten Theorie. Das ist also der Belastungsfaktor. Es gibt aber auch, oder wo Schatten ist, da ist auch Licht. Und das ist derzeit vor allen Dingen im Sentiment zu sehen, in der Stimmungslage. Die Stimmung ist nämlich schon sehr, sehr negativ. Wenn man die aktuelle Umfrage der American Association of Individual Investors heranzieht, dann haben wir schon seit Wochen sehr hohe Neutralitätsquoten feststellen können. Seit der letzten Woche ist auch der Anteil der US-Privatanleger, die bullisch auf Sicht der nächsten 6 Monate gestimmt sind, auf nur noch unter 20% gefallen. Das ist also in der Summe eine sehr verhaltene, eine sehr negative Stimmung, die im Normalfall, im Regelfall nicht einhergeht mit dramatischen Kurseinbrüchen, sondern eher untere Wendepunkte markiert. Dennoch aus charttechnischer Sicht ganz entscheidend die 2034 Punkte Marke im S&P 500. Wenn wir da runter auf Schlusskursbasis rutschen sollten, wäre nämlich, und das zeigt der mitgebrachte Chart sehr schön, eine klassische Schulterkopf-Schulter-Formation komplettiert, die zwar klein ist und deshalb auch nur ein moderates Abschlagspotenzial bis 1970 Punkte bereithalten würde, aber es wäre eine besagte Schulterkopf-Schulter-Formation. Und ganz langfristig gesprochen, wirkliches Aufwärtsmomentum entfaltet der S&P 500 erst dann, wenn wir diese gut zweijährige Trading Range nach oben verlassen sollten, sprich ein neues Rekordhoch jenseits der Marke von 2135 Punkten sehen sollten. Liebe Zuschauer, kommen wir als zweites auf die Aktienseite. Wir bleiben in Nordamerika. Newmont Mining ist der Titel, den wir herausgegriffen haben. Und die Goldminentitel, die haben ja zu Jahresbeginn doch ein phänomenales Comeback gesehen. Wenn man die Phase seit September 2015 sieht, dann hat sich die Newmont-Aktie in der Spitze mehr als verdoppelt. Das sind doch sehr ungewöhnliche, außerordentliche Renditen in relativ kurzer Zeit. Und wenn immer man als Anleger das Glück hat, solche außergewöhnlichen Renditen zu erzielen, dann gewinnt das Money Management explizit an Bedeutung. Also das ist auch sicher eine Strategie, die wir heute vorstellen wollen, die auf andere Basiswerte übertragbar ist, die sehr stark gestiegen sind und zwar sehr stark in sehr kurzer Zeit. Und da bietet es sich dann immer an, vielleicht mal ein bisschen Risiko herauszunehmen, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen und zumindest Teilgewinne zu realisieren und defensivere Discount-Zertifikate als Anlagealternative ins Spiel zu bringen. Das passt im Falle von Newmont hervorragend, weil die konkrete charttechnische Situation, wie der mitgebrachte Chart zeigt, wir sind gemessen am RSI deutlich heiß gelaufen. Wir halten seit 4 Wochen inne und tun das im Dunstkreis einer ganz entscheidenden Widerstandszone. Wir sind
an die horizontalen Barrieren aus diversen alten Hoch- und Tiefpunkten rangelaufen. Wir haben einen Fibonacci-Retracement unmittelbar vor der Brust und dann vor allen Dingen eine Kurslücke aus dem Jahr 2013, April 2013, um genau zu sein. Also da schon ganz, ganz massive Hürden jetzt unmittelbar vor der Brust, sodass man auch aus charttechnischer Sicht derzeit durchaus ein Innehalten, ein Verschnaufpausen favorisieren kann. Zumindest diese exorbitanten Kursgewinne des letzten halben Jahres, die dürften sich in dieser Form nicht wiederholen lassen. Und dann sind eben Discount-Zertifikate, wie wir sie heute ausgewählt haben, eine interessante Alternative, wenn man grundsätzlich als Anleger weiter an den Titel glaubt, aber eben vielleicht mit etwas gebremsterem Schaum unterwegs sein möchte. Und die ausgewählten Discounter berücksichtigen gleichzeitig auch die wichtigen Unterstützungen, die man im Chart erkennen kann, wie beispielsweise das markante Tief aus dem Herbst 2008, aber auch bei 24 Dollar eine wichtige vorgelagerte Unterstützung und bieten dennoch eben attraktive Seitwärtsrenditen. Und dann ist das immer auch übertragbar auf andere Basiswerte, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Eine bedenkenswerte Alternative, da etwas das Risiko herauszunehmen, Teilgewinne zu realisieren und defensivere Discount-Zertifikate stattdessen auszuwählen. Liebe Zuschauer, vielen Dank für heute, vielen Dank für Ihr Interesse, viel Erfolg bei Ihren eigenen Trading-Aktivitäten. Machen Sie es gut und bis nächste Woche zu einer neuen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Tschüss aus Düsseldorf.